Hallo, liebe Zuhörer und Zugucker bei digitalkommen.de. Ich bin heute wieder weg vom Digital Confession Drive bei der OMR nach Berlin gefahren. Wie ihr seht, schön rustikal hier in Berlin so. Und habe einen ganz spannenden Gründer und Unternehmer neben mir und fange an mit den berühmten Sätzen. Wer bist du und was machst du? Ich bin Paul Gebhardt, ich bin Gründer von Guru Collective, vormals Green Gurus, und wir betreiben digitale Restaurantketten in Deutschland und im nächsten Schritt auch in Europa. Ich glaube, in den Medien wird primär immer von Ghost-Restaurants, Geister-Restaurants gesprochen. Was wir machen, ist eigentlich relativ einfach. Unsere Hypothese ist, dass der Markt für Lieferessen mittlerweile so groß ist, dass es sich lohnt, Restaurants zu etablieren, die sich nur auf die Auslieferung konzentrieren. Hintergrund dafür ist, dass wir sagen, so ein klassisches Restaurant betreibt das als Nebengeschäft. Das heißt, die probieren damit im Abendgeschäft zusätzlichen Umsatz zu machen, ist aber nicht deren Kerngeschäft. Das heißt, die zahlen erstmal deutlich mehr für Miete, sie sind sehr standortabhängig, sie haben eine ganz andere Kostenstruktur, was das Personal angeht, weil sie Servicepersonal haben. Und dann am wichtigsten, die verkaufen ja eigentlich ein Produkt, was nicht für die Auslieferung konzipiert ist, sondern ein klassisches Restaurantprodukt, wo es ja auch um die ganze Erfahrung geht, um das Interieur, um den Service am Tisch. Und das heißt, ich nutze eigentlich ein Produkt, was innerhalb von 2 Minuten nachdem es auf dem Tisch beim Kunden steht, auch gegessen werden soll, verpacke das in der Regel lieblos um und setze das auf einen Fahrrad wie von Deliveroo oder Foodora und fahrst dann 20 Minuten durch die Stadt, was nicht unbedingt der Qualität des Essens hilft. Was wir machen, wir betreiben jetzt in Berlin... Aber jetzt hast du, ich muss dich einmal unterbrechen, ja. Jetzt hast du ja sozusagen im Einspannen ungefähr 30 Sekunden gebraucht, bis das Wort Essen das erste Mal gefallen ist, dann digital und Ghost Restaurant ja. Und so. Gleich mal eine Nachfrage, also Essen ist ja, das hat sich, war jetzt eine sehr technische Beschreibung, aber das Essen herstellen, die Küche, liegt immer noch bei euch, richtig? Genau, ja, wir sind da eigentlich, unterscheiden wir uns nicht sehr stark von einem klassischen Restaurant. Einziger Unterschied ist, wir haben keine Sitzplätze, du kannst bei uns nicht essen. Wir liefern nur außer Haus, wir liefern auch nicht selber aus, das heißt, wir verkaufen nur über alle gängigen Lieferportale, Deliveroo, Foodora, vielleicht in Zukunft in Deutschland auch über Eats, Lieferando, Lieferheldpizza.de, die dann auch für uns die Auslieferung auf der letzten Meile übernehmen. Das heißt, was wir machen, wir stellen eigentlich nur das Essen her und wir verstehen uns eigentlich als Firma, die die Wertschöpfung mit reinbringt, wenn es um den Quick-Service-Setup geht. Also die ganze Herstellung des Essens, wenn die Bestellung reinkommt, und den Markenaufbau. Wir haben jetzt ein Portfolio an 10 verschiedenen Essensmarken. Das ist eine Salatmarke wie Green Gurus, mit der wir gestartet sind. Eine Burrito-Marke wie Gringo Burritos, die vergleichbar ist mit Chipotle in den USA. Convoy Burger, das eine Pull-Burger-Marke. Chipotle ist, ist auch tatsächlich unsere beste Marke. Ein Glück, dass ihr die nach Europa gebracht habt. Genau. Lange überfällig. aber okay, dann wenn ich das also jetzt zusammenfasse, was du gesagt hast, dann ist euer USP in sozusagen zwei Seiten zu unterteilen. Der eine ist, also oder das eine, woran man glauben muss, woran man an euch glaubt, ist zu sagen, Essen, wie es bisher in Restaurants angeboten wird, mit dem Abfallprodukt Lieferung, behandelt das Produkt falsch. Also das Essen an sich müsste anders aufgestellt und aufgebaut werden. Und dann zur zweiten These ist ja nicht Markenaufbau, aber jetzt erstmal zur ersten. Was macht ihr denn in euren Küchen anders, dass das Gericht nicht in 2 Minuten vor mir steht? Das ist das Gleiche, wie wenn du Essen für Flugzeuge herstellst. Ja, also für In-Flight-Konsum ist das Essen ja auch komplett anders ausgelegt. Und das Gleiche gilt eigentlich für Lieferessen. Es muss anders verpackt sein. Wenn du es als Kunde aufmachst, nachdem es 20 Minuten während der Fahrt durchgerüttelt wurde, sieht das Essen auch anders aus. Das heißt, wir testen es auch tatsächlich, wie sieht das Essen aus, wenn es 20 Minuten durch die Stadt gefahren ist. Der ganze Küchenprozess ist anders aufgebaut. Er ist komplett auf die Abholung durch externe Lieferdienste ausgelegt. Das heißt, dass ein Deliveroo oder ein Foodora das Essen bei uns in der Küche abholt. Und ich glaube, das sind so die Kernunterschiede. Also erstens, wir fokussieren uns sehr stark darauf, dass das Essen innerhalb von 5 bis maximal 6 Minuten hergestellt wird. Das heißt, wir haben auch nicht das Problem wie ein klassisches Restaurant, priorisiere ich jetzt erst meine Kunden im Restaurant oder priorisiere ich den Lieferkunden? In der Regel ist es so, dass wenn ich jetzt in Berlin Mitte abends bestelle bei meinem Lieblingsrestaurant und das Restaurant ist voll, dann werde ich in der Regel als Lieferkunde hinten dran gestellt. Und bei uns kommt der Bon rein in die Küche. Merken das Konsumenten? Also stört die das? Auf jeden Fall. Also du siehst es gerade bei gut funktionierenden Marken und Restaurants in Berlin, dass die abends dann vielleicht sogar pausieren oder geschlossen sind,
und dass du nicht so schnell bestellen kannst, klar. Und dann die Lieferzeit entsprechend nach oben geht. Und das Zweite ist, dass ja auch die Profitabilität von so einem Lieferdienst wie Deliveroo oder Foodora sehr stark davon abhängt, wie schnell und reibungslos der Handover von dem Restaurant zu dem Kurierfahrer erfolgt. Das heißt, wenn der Kurierfahrer 15 Minuten vor der Tür von einem Restaurant steht und das Essen nicht mitnehmen kann, macht das natürlich auch wieder die Liefer-Economics von dem Partner kaputt. Und wir probieren unsere kompletten Operations darauf auszulegen. Das heißt, dass das im ersten Schritt, das ist wirklich die Qualität des Essens, dass das Essen warm beim Kunden ankommt. Wenn der Lieferfahrer zum Beispiel noch nicht da ist, dass wir es in eine Hotcar stellen, das ist so ein Wärmeschrank, funktioniert wie ein Kühlschrank, um das Essen warm zu halten. Also ihr müsst dann auch sozusagen andere Hardware-Ausgaben bei euch tätigen, damit das klappt. Also ihr würdet im Zweifel, hättet ihr Sachen, die jetzt nicht unbedingt alltäglich sind in anderen Restaurants. Genau, richtig. Also so das klassische Restaurant fokussiert sich ja auch darauf, dass die Küche ansehnlich aussieht. Ja, du hast ja sehr viele so Showküchen. Wenn du jetzt in ein Burger-Restaurant gehst und dort würde einfach nur ein Konvektomat stehen, der den Burger grillt, dann ist die Qualität vielleicht die gleiche, aber das sieht nicht ganz so romantisch aus wie so ein schöner Grill. Ja. Das Gleiche gilt jetzt für andere Showküchen. Ja, also Vapiano ist ja auch mittlerweile im Lieferessen oder im Liefermarkt. Die haben für den Lieferbereich eine eigene Küche, die dann auch wieder anders funktioniert als die klassische Showküche. In einem Vapiano. Also das eine zusammenfassend ist, also man braucht Geschwindigkeit ist wichtig, das Essen muss warm ankommen und Packaging ist eine große Nummer für das genau. Essen, das gesondert gemacht werden muss. Ja. Okay, noch andere Sachen, andere Aspekte, die ihr da abbildet und also dann, vielleicht eine Sache beim Essen, die mich noch interessieren würde, du hast ja jetzt gesagt 10 Marken, das sind ja 10 verschiedene Arten von Essen. Ne? Und ich würde sagen, also wenn du sagst, es wird ja 20 Minuten lang durchgeschüttelt, dann würden sich immer so Suppen, Eintöpfe und gemischte Salate sehr gut dafür einigen. Könnt ihr aus einem Küchensetup, das ihr habt, alle Gerichtarten machen oder produzieren? Oder was ist da eure Erfahrung? Also die Wertschöpfungskette ist noch ein bisschen komplizierter. Wir haben eine Großproduktion in Berlin, die stellt die ganzen, wir nennen es Prep-Items, für die einzelnen Küchen her. Das ist eigentlich gängig im Fast-Food- oder im Fast-Casual-Markt, dass du Sachen vorproduzierst. Das heißt, die Küche macht eigentlich nur noch das Assembly. Funktioniert so ein bisschen wie bei einem deutschen Automobilhersteller. Die einzelnen Marken teilen sich natürlich auch Komponenten. Also der Romana-Salat in der Salatmarke ist im Zweifelsfall der gleiche Salat, der dann wieder bei der Sandwich-Marke verwendet wird. Um dann auch dort einfach das Universum an möglichen Komponenten zu minimieren und desto weniger Zutaten, desto besser natürlich das Setup. Umso weniger Abfall produzierst du, umso schneller kannst du das Produkt herstellen, weil du nicht erst vielleicht in der untersten Schublade Training der Zutaten. Leute ist wahrscheinlich auch einfacher. Ne? Genau, Training der Leute ist auch einfacher. Genau, du hast einen höheren Turnover, das heißt, die Frische des Produktes ist auch besser. Genau. Also wenn ihr jetzt in eine Stadt geht, vom Setup her, um euer Essen, diese 10 Marken in der gleichen Qualität zu machen, braucht ihr also sozusagen eine Hauptküche? Und dann Satellitenküchen für pro Lieferbereich? Oder genau, wobei die Satellitenküche in Berlin, die reicht jetzt eigentlich für wahrscheinlich 40, 50 Küchen. Also das heißt, wir verschicken das dann. Also Essen liegt ja auch in Deutschland oder in Europa sehr lange Distanzen zurück. Es ist jetzt nicht unüblich, dass dein Brötchen, das du heute Morgen bei Kamps gekauft hast, wurde irgendwo vielleicht vorgebacken in Osteuropa, dann nochmal in irgendeiner Bäckerei zu Ende gebacken. Sagst du es doch nicht. Die Salami, da wurde das Schwein wahrscheinlich irgendwo in Deutschland geschlachtet, woanders zerlegt. Also es ist jetzt eigentlich kein Problem, auch das Essen aus Berlin nach Frankfurt oder nach Hamburg mit einer Kühllogistik zu fahren. Okay, also die Assembly-Sachen da hinzufahren. Genau. Von hier nach Frankfurt muss es wahrscheinlich nicht warm bleiben. Aber ihr bräuchtet dann in Frankfurt oder in München oder wo auch immer so eine kleine Assembly-Küche. Genau, ja. Wie unterscheiden die sich im Setup bzw. in Investitionskosten? Also was ist, nur um unser Verständnis zu haben, große Küche versus kleine Küche, wie prozentual, in Euro, wie auch immer, welche Unterschiede hat man? Du meinst jetzt unsere Produktionsküche zu den... Ja genau, also wenn ihr so eine Küche, so ein Setup machen müsst, also einen neuen Markt erschießen wollt und sagt, okay, gut, ich kann meine Zentralküche, kann ich mitnehmen oder kann ich aus Berlin, kann ich das schicken, aber ich brauche eine Satellitenküche eigentlich in jeder Stadt oder in jedem Liefergebiet. Guckt man da auf 10% der Kosten der großen Küche, wenn ihr so eine kleine Setup macht, oder sind das eher 2%? Genau. Also ich will jetzt kann jetzt auch keine konkreten Zahlen sagen, was die Satellitenküche oder die Assembly-Küche, wie wir sie nennen, an CapEx kostet initial, aber es ist deutlich weniger als bei den klassischen Restaurants. Ungefähr das Zehntel, was du für so ein McDonald's oder für so ein Vapiano ausgibst. Okay.
die Produktionsküche jetzt hier in Berlin, die ist deutlich teurer. Das ist so eine klassische Großküche, die jetzt hier in Berlin, die ist 600 Quadratmeter groß. Und auch von den Gerätschaften funktioniert die ein bisschen anders. Also du hast so große Kipper oder Frima, die dann das Essen teils halbautomatisch. So ein Frima funktioniert so ein bisschen wie ein Thermomix auf Industriescale. Das heißt, so viel wird da jetzt nicht mehr vor irgendwelchen Kochtöpfen gekocht. Also im B2B-Umfeld hat man keine Thermomix-Partys, sondern wie? Frima-Partys? um zu gucken, wie es funktioniert. Okay, spannend. Ja. Also ihr, und in wie vielen Märkten seid ihr im Moment aktiv oder wo seid ihr aktiv? Wir sind aktuell in Berlin. Wir haben 3 Assembly-Küchen in Berlin, neben der Produktionsküche. Wir haben seit dieser Woche eine Küche in Spanien, in Barcelona. Und da gehen wir eigentlich sehr opportunistisch vor. Wir schauen uns Städte an, die für uns spannend sind. Das heißt, die haben ein hohes Pro-Kopf Liefer-Consumption. Sind viele deutsche Städte jetzt nicht so spannend. Also Hamburg zum Beispiel hat ein relativ geringes, wenn es jetzt mit anderen europäischen Städten vergleicht. Also sozusagen bestätigen ist noch Entwicklungsland. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Also entweder weil wahrscheinlich eher dann Essen geht oder weiß nicht, die Innen- und Außenalster sich jetzt nicht so für Auslieferungen anbietet. Ich weiß es nicht, ja. Okay. Du bist der Hanseat. Ich wohne im Wald. Bei mir ist es relativ einfach, wo ich wohne. Ich habe genau 2 Lieferdienste, die liefern. Beide Pizza. Also du kannst Pizza von dem einen oder Pizza vom anderen haben, ansonsten kriegst du bei mir nichts wieder. In meinem Wald fahren extrem wenig Autos, man ist auf Selbstversorgung gestellt. Also es scheint einfach ein Reh zu schießen, als Sushi zu bekommen, da wo ich wohne. Okay. Genau, aber in Hamburg selber, wir haben glaube ich so, ich weiß nicht wie oft der Deutsche bestellt, aber wir haben bestimmt, meine Frau und ich, so 2-mal die Woche Essen bestellt. Okay, wow, ja, das ist schon viel, das ist überdurchschnittlich, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Hamburg per se nicht funktioniert, es gibt ja auch erfolgreiche Konzepte in Hamburg, wie Stadtsalat und auch Deliveroo und Foodora gibt es in Hamburg. Ist jetzt auf was unseren Rollout-Plan angeht, jetzt nicht die allererste Stadt. Wir schauen uns gerade noch an Frankfurt, München, Düsseldorf, Köln und dann andere europäische Städte. Okay. Genau. Letztendlich ist es für uns egal, ob das jetzt Paris oder Madrid ist, weil wir müssen Assembly-Küche vor Ort aufbauen, müssen vor Ort Personal aufstellen, aber die Marken und die Konzepte kommen ja hier aus Berlin. Das heißt, wenn das einmal etabliert ist, geht es eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt eher noch um den Rollout. Ähnlich wie das einen Shake Shack oder einen Pret-a-Manger oder einen McDonald's macht. Das heißt, möglichst viel Shake Shack ist massiv gewachsen. Als ich 2007 in New York gewohnt habe, gab es, glaube ich, nur 1 oder 2. Und jetzt ist ein Bekannter von mir hingefahren. Ich wollte ihn raussuchen, wo der sozusagen Original Shake Shack ist und habe dann raufgeguckt, wie viele Filialen. Die haben es ja irre, wie die expandiert sind. Aber das ist ja auch eine gute Überleitung jetzt. Also ich halte mal fest, auf der Hardware-Seite müsst ihr sozusagen die klassischen USP des Lieferdienstes haben, also ihr müsst, die Lieferfahrer müssen mit euch happy sein, die Kunden müssen mit euch happy sein, es muss schnell gehen, warm sein und nicht aussehen, als ob da irgendwie ein Elefant drüber gestampft ist. Und das erfordert von euch relativ viel Innovation wahrscheinlich oder auch Investment, Gedanken in Küchenhardware. Und das Prinzip ist große Küche, kleine Küche eine Art Assembly, eine Zusammenstellung. Jetzt kommen wir mal zu den 10 Essensmarken, die ihr habt. Das ist ja so, als ob ihr 10 Restaurants auf einmal aufgemacht habt. Richtig. Warum macht ihr das? Und B, was sind denn die Aufwände, so eine Marke zu erstellen? Ne? Also wie müsst ihr da in den Markt reingehen und wie findet ihr eigentlich raus, was ist die richtige Marke, um das zu machen? Also genau, aber das, jetzt fangen wir mal an mit den 10 Marken. Warum? Warum, genau. Du hast jetzt Pizza genannt. Pizza ist immer noch so das beliebteste Lieferessen. Ich glaube, durch Deliveroo, Uber Eats und Foodora ist der Markt in den letzten Jahren deutlich gewachsen und du hast halt noch jetzt ganz andere Verticals. Also du willst nicht jeden Tag Pizza essen. Und unser Ziel ist es eigentlich, dass wir mit unserem... Zieh mal dahin, wo ich wohne. Ja, okay, das sei denn, man wohnt jetzt in Hamburg im Wald. Ja. Ziel ist eigentlich, dass wir mit Guru Collective, ähnlich wie das ein Fast-Moving Consumer Goods Company macht, wirklich alle Verticals im Lieferbereich abdecken. Das heißt, dass wir eine erfolgreiche Salatmarke haben, eine erfolgreiche Pizzamarke, eine erfolgreiche Ramenmarke und das komplette Universum, alles, was du eigentlich online an Essen bestellen würdest. Die Salatmarke targetet dann eher gesundheitsbewusste Kunden, die Pizzamarke dann entsprechend eher ist was am Wochenende bestellt wird, etc. Okay, aber dann, um das genau zu verstehen, wenn ihr jetzt die Marke kreiert und du sagst eine erfolgreiche Marke, und ich gehe auf pizza.de und ich sehe da 30 Restaurants. Ist eine erfolgreiche Marke, also was symbolisiert denn in diesem Lieferessensmarkt eine erfolgreiche Marke? Ist das was, womit der Kunde
sozusagen weiß, was er will und geht auf pizza.de und bestellt das? Oder ist es etwas mit besonders vielen Bewertungen, besonders, also kann man sozusagen Lieferdienst SEO betreiben und besonders hochgerankt werden? Oder wie muss man auf Keywords optimieren bei den Lieferdiensten? Also wie baut man eine erfolgreiche Lieferdienstmarke, wenn man selber gar kein Restaurant hat, die Kunden wahrscheinlich nicht auf eine Webseite gehen, sondern über die Lieferdienstanbieter kommen? Erzähl mal, wie macht ihr das? Also der Vergleich mit SEO, der ist schon ganz gut, weil du hast schon relativ viele Analogien. Jetzt ist es so, dass der Algorithmus von einem Deliveroo, was oben gerankt wird, relativ simpel ist. Das ist erstmal Distanz zum Kunden. Das heißt, wenn du mit deiner Assembly-Küche näher beim Kunden bist, sind die Liefer-Economics für den Partner besser. Das heißt, der listet dich höher. Und das Zweite ist natürlich die Qualität. Und jetzt hast du nicht die Möglichkeit, durch klassische SEO-Maßnahmen höher im Ranking zu kommen. Das ist dann eher ein operatives Geschäft. Du musst diese Lead-Time, wie schnell du ein Gericht herstellst, maximieren. Und was du eben genannt hast, du musst natürlich neue Marken identifizieren, von denen der Kunde vielleicht noch gar nicht weiß, dass er es gerne bestellen würde. Aber jetzt um auf das Lieferdienst-SEO zurückzukommen. Also es gibt schon klare KPIs, die euch vorgeben, wo ihr drauf optimieren könnt. Also wenn es schneller geht, näher dran ist, also die Sachen, die auch im Interesse des Kunden sind, wenn ihr die gut macht, dann kommt ihr hoch. Gibt Bewertung? Genau, Bewertung natürlich. Also die Qualität ist wichtig. Das ist Also Qualität eigentlich. wird ausgedruckt über die Kundenbewertung. Das wird gemessen Genau, und geschaut, richtig. wo Ja. und Jeder so. Kunde hat nach der Bestellung die Möglichkeit, ein kurzes Feedback abzugeben. Und ich denke, in Zukunft, wenn man jetzt mal so in die Zukunft schaut, wie wird der Algorithmus in 3 bis 5 Jahren aussehen von so einer Lieferplattform, dann hast du wahrscheinlich ähnliche Attribute wie bei so einem Amazon. Ja. Vielleicht hast du die Möglichkeit, über Paid Marketing noch ein besseres Ranking zu erlangen. Und dann ist es natürlich Liefergeschwindigkeit oder Leadgeschwindigkeit, wie schnell du das Essen herstellst, dass die Fahrer wenig warten und dass die Qualität gut ist. Letztendlich probiert ja ein Deliveroo oder ein Foodora mit dem Ranking den eigenen Umsatz zu maximieren. Und entsprechend muss unser Produkt so gebaut werden, dass es dem Partner Deliveroo hilft, dass das passiert. Und ich glaube, das Schwierige ist aber daran, an diesem ganzen jetzt SEO-Vergleich, neue Marken zu identifizieren, die es noch nicht gibt, dass du als Kunde sagst in Berlin, spannend Fried Chicken oder japanische Ramen-Nudelsuppen, das gibt es hier noch wenig, das probiere ich jetzt mal aus und dann auch ein Produkt schaffst, was du mit einer gewissen Regelmäßigkeit bestellst. Gerade jetzt bei den Kunden wie du, die zweimal bis zu zweimal die Woche bestellen, hast du viele Kunden, die auch bereit sind, sich eine neue Marke anzuschauen und so, auszuprobieren und sagen, okay, Rahmen kenne ich jetzt noch nicht, hier gibt es eine neue Marke, probiere ich mal aus. Und das probieren wir eigentlich recht systematisch zu machen. Das heißt, wir schauen uns an öffentlich zugängliche Daten, die es gibt aus dem Food-Bereich, welche Food-Trends gibt es, Rahmen Noch zum eine Beispiel. kurze Frage: Weiß Ja. der Kunde bei uns 10 Marken, ist das immer Guru Salat, Guru Ram, Guru Collective? Also weiß er, dass er sozusagen die Qualität bei der Dachmarke Guru einkauft und darunter immer die einzelne Brand hat? Oder ist das im Zweifel für den Kunden völlig egal und assoziiert gar nicht die Ramennudeln mit dem Sushi, mit der Pizza, die sozusagen aber trotzdem alle aus Ja. einem Hause kommen? Ich glaube, es ist ein bisschen vergleichbar wieder mit einem Procter & Gamble und Unilever. Da weißt du auch nicht oft, wenn du jetzt Head & Shoulders kaufst, von welcher Dachmarke das ursprünglich ist. Wir probieren das schon Hamburg muss nur stärker. Nivea sein. Nivea, Genau. also wir probieren das schon stärker. Ja, Nivea ist ja auch eine starke Marke. Ja, also wir probieren das jetzt schon stärker in den Vordergrund zu stellen. Wir haben auch für die Dachmarke eine eigene Internetseite, ändern da jetzt auch den Namen, machen jetzt ein Rebranding, weil Guru Collective ursprünglich aus der ersten Marke entstanden ist. Und wir gesehen haben, das lässt sich jetzt gerade in Europa nicht immer ganz so gut kommunizieren. Und der Marke ist ein bisschen seltsam, Guru Collective. Das heißt, ja, im Das hört sich so ein bisschen Idealfall. esoterisch an, Hört sich so ein ne? bisschen esoterisch an, auch so ein bisschen sozialistisch mit dem Kollektiv, ja, aber das war jetzt auch so letztes Jahr ein bisschen ein Schnellschuss. Die ganzen Marken sind jetzt letztes Jahr entstanden. Da sind einige Marken, die funktionieren sehr gut, wie unsere Burrito-Marke und andere Marken nicht. Das heißt, das ist auch so ein bisschen die Krux. Wenn du eine Marke hast, die gerade in der Anfangszeit nicht so gut funktioniert und du sammelst negatives Feedback, dann schlägt das natürlich eventuell auch auf die anderen Marken um. Ja, wenn du jetzt unsere Nudelsuppe isst und sagst, das war total ekelhaft, dann bestellst du natürlich nicht bei einer anderen Marke der gleichen Dachmarke. Das heißt, jede Marke muss wirklich top sein und das ist gerade für die jungen Marken immer eine Herausforderung. Also du kannst natürlich im digitalen Umfeld machst du einen MVP, testest das oder machst irgendwie so einen Klick-Test, schaust, wie viele Leute haben Interesse an der Marke. Im Food-Bereich ist das ein bisschen schwieriger. Ja? Wenn wir jetzt so einen Test machen, dann müssen wir schon ein fertiges Menü haben. Wir brauchen ein fertiges Food-Produkt. Wenn das dann schlecht ist und du bist nicht zufrieden damit, dann bestellst du mit Sicherheit auch nicht bei den anderen Marken. Und das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, das auszubalancieren. Aber nochmal so zu dem Prozess. Also wir schauen uns an,
Was sind spannende Food-Trends? Da gibt es viele Daten. Google hat einen eigenen Food-Report. Du kannst über Google aussuchen, zu welcher Jahreszeit nach welchem Essen gesucht wird. Zur kälteren Jahreszeit wird eher nach Rahmen, Nudelsuppen, Eintöpfen gesucht. Das unterscheidet sich dann auch regional. Das unterscheidet sich über die einzelnen Wochentage. Also wir probieren auch Marken zu bauen, dann eher für das Wochenendgeschäft oder eher für das Montagabendgeschäft. Ihr könntet also, ihr baut gar nicht innerhalb eines Restaurantkontextes oder einer Küchenkontextes verschiedene Menüs innerhalb einer Marke, sondern ihr könnt tatsächlich Marken pro Gewohnheit, pro Jahreszeit bauen, genau, die relevant wären. Weil eure Fixkosten, das ist eigentlich egal, ne? Also ihr könnt, also ihr könntet auch 100 Marken betreiben, wenn, also Mikromarken für, ihr könntet jetzt irgendwie Berlin-Spandau-Würstchen. Ja, genau. Also ja. Berlin-Spandau-Sommerwürstchen für Singles. Oder genau, oder du machst eine also ihr könntet, oder eventabhängig zum Beispiel, du machst eine WM-Burger-Marke oder eine Fußball-Marke für oder irgendein Fußball- oder Sportevent. Ja. Genau, du hast natürlich immer gewisse Kosten. Und da wieder der Vergleich zum Automobilhersteller. Wichtig ist immer, dass wir es wirklich auf diese Assembly-Line in unserer Küche übertragen können und das Essen mit den gegebenen Geräten hergestellt werden kann. Also wir können jetzt nicht sagen, wir machen jetzt eine italienische Steinofenpizza und jetzt bauen wir dort einen Steinofen rein. Das war so, wie wir das am Anfang aufgebaut haben, hier unten jetzt in der Küche, dass jede Marke hat eine eigene... Ich kriege übrigens auch gleich noch eine Tour. Wenn ich darf, machen wir ein paar Bilder für euch. Okay, also müssen wir schauen, ob da aufgeräumt ist. Das heißt, in der Küche gab es in der Anfangszeit für jede Marke eine eigene Arbeitsstation. Mittlerweile ist es so, dass die verschiedenen Marken sich wirklich eine Produktionslinie teilen, um da deutlich effizienter zu sein, weil du musst in der Küche die Laufwege minimieren und unser längerfristiges Ziel ist auch, dass wir möglichst viel Automatisierung in diese Küche reinbekommen. Also dass wir, ist immer so in Zukunft, so in 100 Jahren vielleicht hast du diesen Star Trek Automaten, ja, da tippst du dann irgendwie rein, heiße Schokolade mit Sahne und dann kommt das da raus und ich glaube, der Weg dorthin ist, dass du zumindest eine halbautomatisierte Küche hast, ja, in dem der Burrito automatisch gerollt wird, in dem der Burger oder das Burger-Patty automatisch geflippt wird. Und da gibt es auch schon einige Möglichkeiten. Also im B2B-Umfeld, B2C wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Aber ich habe gerade heute zur Einstimmung auf Facebook so einen Post gesehen, wo jemand zum iPad stand und dann waren da so zwei Roboterarme, die haben in der Küche das Essen präpariert. Ja, genau, sozusagen. Richtig. Aber genau, im B2B-Umfeld, also geht jetzt um unsere Produktion, um dort einfach effizienter und automatisierter das Essen herzustellen. Okay. Genau. Also ihr könntet anstelle von 10 Marken, wie gesagt, ihr habt gewisse Rüstkosten pro Marke, aber das System ist schon darauf ausgerichtet, nicht nur unbedingt eine Salatmarke, sondern du kannst es nach Jahreszeiten anpassen, nach Events, hast du eben gesagt, und könnt da reingehen. Und Trends bekommt ihr aus Google Trends wahrscheinlich und aus den Sachen, die da kommen. Jetzt hattest du Chipotle gesagt. Mhm. Man kann ja immer, also ich finde immer, wenn du in New York essen gehst, weißt du, was so in 12 Monaten in Deutschland und Vogue ist. Ne? Mhm. Also du hast ja immer die Burgerketten gehabt. Als ich das letzte Mal da war, war an jeder Ecke so eine Barbecue Kitchens, wo du gesmokte Sachen bekommen hast. Ich bin sicher, wir werden im Sommer den Trend Barbecue, Smoked und so weiter hier in Deutschland massiv erkennen. Und die ganzen Burgerläden werden alle sozusagen das erweitern um Spare Ribs und Brisket und diese ganzen Sachen. Ist das so, dass ihr viel in Amerika Trend scoutet und euch anguckt, was läuft da gut? Also Shake Shack. Also jetzt nicht unbedingt vor Ort, das meiste kannst du schon irgendwie aus Foodblogs und aus dem Internet entnehmen und dann hast du auch noch in London in der Regel auch die meisten Konzepte deutlich, bevor sie dann irgendwann in Kontinentaleuropa landen. Okay. Dass ihr sogar zu Food ist, ne? Die sind glaube ich auch sehr oft zum Borough Market nach London gefahren. Ja, genau. Weil London sozusagen so eine Art Vorreiterrolle da hat. Ne? Genau. Wir haben bei uns immer die Komplexität, es muss halt lieferbar sein. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob so ein Smoked Brisket, ob das sich für die Auslieferung eignet. Also gerade bei Fleisch, was jetzt auch Niedrigtemperatur gegart wird, wenn das mit 60, 70 Grad aus dem Ofen rauskommt, dann hat es 20 Grad, wenn es beim Kunden ist. Das ist immer schwierig. Das ist überschaubar lecker, glaube ich. Genau. Also es gibt bestimmte Sachen, die eignen sich nicht. Das muss man sich dann immer anschauen. Das ist ja lustig. Also ihr müsst, wenn ihr einen Trend identifiziert, dann ist gar nicht so... Also natürlich die Frage, kommt der nicht, aber auch wie geeignet ist das? Und Smoked, ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich... Also es ist jetzt mal eine Hypothese, ich weiß es nicht. Ja.
Müsste man jetzt mal, wir haben ein kleines kulinarisches Team, das sind zwei Leute, die testen bestimmte Sachen, die haben bei uns in der Produktionsküche das gleiche Setup, also eigentlich nochmal diese Produktionsstraße nochmal nachempfunden, um dann auch zu schauen, wie wir das in unseren operativen Prozess geben. Ja, und die größten Kosten sind also, eigentlich... Wenn es bei mir mit dem Blogging hier und so nicht funktioniert, dann wenn du einen dritten Angestellten brauchst, bei eurem Testing Food Team. Ja, also da ist man, auf jeden Fall tatsächlich, auf jeden Fall sehr viel. Ja. Also wir haben auch hier im Büro... auch einmal die Woche testen wir Sachen, Pizza oder Burger oder ähnliches. Also das ist auf jeden Fall attraktiv, hier zu arbeiten. Ne? Okay. Aber jetzt, also wir wissen jetzt, wie ihr so eine Marke identifiziert und dann betreibt ihr Lieferservice SEO auf diese Marke. Was macht ihr noch? Macht ihr Plakatkampagnen, Free-Testing? Habt ihr Newsletter-Tools? Also wie drückt man so eine Essens-Bestellmarke, über die der Kunde ja, würde ich mal sagen, der sucht ja nicht proaktiv nach euch in Google. Vielleicht sucht er in den Suchmaschinen oder guckt sich, also ich gucke mir immer so diese Logos an und denke so, okay, welches sieht so aus, ob es lecker ist, aber nicht Food Poisoning. Und dann sozusagen klicke ich da mal drauf und vielleicht gucke ich mir noch, wenn es so irgendwas ganz... Fragiles ist wie Sushi oder so, lese ich mir schon wie Bertolt, weil ich denke, ich will nicht sterben. Bei allen anderen Sachen würde ich das dann vielleicht einmal ausprobieren. Aber ich weiß gar nicht, wie sehr ich dadurch von irgendjemandem geguidet werde, mir eine bestimmte Marke auszusuchen. Also was gibt es denn noch so für Tipps und Tricks, die ihr macht, um das zu etablieren? Also das aller... Und wie weit könnt ihr das rausdrücken, so eine Marke, oder reindrücken in eine Marke? Das Allerbeste ist natürlich die Qualität. Ja. Und wir sehen das jetzt bei unseren besseren etablierten Marken. Da ist jetzt gerade in unserer dritten Küche, wo auch das operative Setup nochmal deutlich besser ist. Das heißt, die Qualität des Essens auch besser ist als in unseren ersten beiden Küchen. Leider, weil wir natürlich immer so diesen Hardware-Zwang haben, dass wir dann die alten Küchen wieder upgraden müssen, wenn wir dort was ändern. Und da ist es so, dass die Marken erfolgreich sind, weil sie einfach deutlich bessere Reviews haben. Das sind konkret unsere Curry-Marke, unsere Burrito-Marke, unsere Salat-Marke und unsere Pulled-Burger-Marke. Das sind so unsere besten. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist Green Gurus, ja. Gringo Burritos, Gringo. Convoy Burger, das ist so unsere mit die neueste Marke und Moody Monkey. Und jede Marke hat, du hattest jetzt gesagt, du achtest immer aufs Logo und das ist natürlich auch bei uns. Also wir haben einen großen Nachteil gegenüber dem stationären Restaurant. Wir haben kein physisches Outlet. Das heißt, du kennst uns nicht. Wir haben das oft, dass die Leute dann sehen, Roche-Straße in Mitte, das habe ich ja noch nie gesehen. Wo ist denn da bitte einen Burgerladen? Der klassische Weg ist, dass der Kunde dann eigentlich ein neues Tab aufmacht und dann nach der Marke sucht. Und da probieren wir den Kunden schon abzuholen und die Conversion zu treiben, indem wir Webseiten oder Microsites haben für jede der Marken. Du kannst auf der Marke nicht bestellen, das heißt, die hat kein Checkout. Wir leiten dich dann wieder zu deinem präferierten Bestellportal, das heißt, linken dann zurück zu Lieferanten. Also ihr seid so wie die neue Welle von Online-Shops, die keinen Shop mehr hat, sondern nur auf Amazon verlinkt. So ungefähr. Ihr sozusagen auf, ja, genau, auf eure richtig, jeweilige genau. Plattform. Warum macht ihr das? Weil wir einfach gesehen haben, dass es schon hilft, die Conversion zu treiben. Also wenn du jetzt die Marke nicht kennst, dann schaust du dir so Attribute an, wie was sind irgendwie Google-Reviews oder welche anderen Informationen bekomme ich. Oftmals ist es so, dass auch die Food-Fotografie auf den einzelnen Seiten recht spärlich ist. Das heißt, du willst Fotos des Essens sehen. Und wir achten dann schon darauf, dass wenn du jetzt auch nach Moody Monkey beispielsweise suchst, dass du direkt auf die Seite kommst. Das heißt, dass wir da auch bei den Suchresultaten oben stehen. Dann ist es eine schöne Microsite mit... auch einem vernünftigen Corporate Design und Food-Fotografie, und das hilft einfach, dass der Kunde sagt, sieht irgendwie legitim aus. Also diese, ihr nehmt sozusagen die Angst vor Lebensmittelvergiftung durch. Genau. Ja. Jedenfalls, das ist für mich immer eine der wichtigsten Kriterien, muss ich, wie gesagt, habe ich schon gesagt, aber nee, muss ich sterben, wenn ich das esse. Und also ihr achtet darauf, also ihr macht auch ganz reguläres SEO, nicht nur Suchmaschinen-SEO, nicht nur sozusagen Lieferdienst-SEO, um damit, also wenn ich dann nachgucke, wenn ich das Bedürfnis habe, mich zu informieren, dann komme ich rein. Und wie wichtig ist für euch Customer Lifetime Value? Also seid ihr mit der ersten Bestellung profitabel, wenn ihr all diese Aufwände betreiben müsst? Und wie oft bestellen Leute bei euch nochmal? Genau. Also wir ownen dahingehend nicht den Kunden, dass wir einen eigenen Shop haben. Ja, wir haben jetzt sehr gute Partnerschaften mit den ganzen Plattformen. Das heißt, wir bekommen da, glaube ich, deutlich mehr Daten, als jetzt das ein klassisches Restaurant tut, weil wir auch einfach einen größeren Marktanteil haben. Jetzt hier in Kreuzberg haben wir wahrscheinlich auf Deliveroo schon einen sehr signifikanten Marktanteil im Vergleich zu dem Restaurant hier an der Ecke, was auch nebenbei ein Liefergeschäft auf Deliveroo betreibt. Die mögen euch wahrscheinlich, weil ihr viele Schmerzen, die bei traditionellen Restaurants anfallen, du hattest ja schon erwähnt, wenn die voll ausgelastet sind, dann leidet der Lieferdienst, nicht habt. Also deswegen ist sozusagen eine der Marktlücken, in die ihr reingehen könnt, ist die Chance mit den Lieferdienstanbietern, die ja alle, sagen wir mal, ziemlich gut gefundet sind und viel Werbedruck aufbauen können,
Präferierte Partner werden können. Genau, also könntest eigentlich sagen, wir bauen nicht nur ein Produkt für den Endverbraucher, der Lieferessen bestellt, sondern auch für die Lieferplattform, die für uns die Auslieferung auf der letzten Meile macht, weil die durch Guru Collective einfach profitabler arbeiten können oder überhaupt profitabel, weil wir einfach schneller sind in der Herstellung, weil wir, weil die mit uns mehr Lieferungen pro Stunde fulfillen können, als das der Fall ist bei einem klassischen Restaurant. Okay. Genau. Und also ich bin ja immer gespannt, wie die Digitalisierung so Wertschöpfungsketten zerlegt. Also ich würde mal davon ausgehen, je nachdem, wie ihr eure Marken als Premium, Midsize oder Cheap sozusagen preist, habt ihr natürlich auch den Vorteil gegenüber regulären Restaurants, dass per se eure Marge einfach viel höher ist. Du hattest angesprochen, keine Servicekräfte, keine teure Location, keine Inneneinrichtung, nix, sondern ihr kriegt sozusagen auf die Essensherstellung direkt Marge drauf. Okay. Wir haben natürlich den Nachteil, wir müssen die Auslieferung und die Partnerplattform bestellen. Das heißt, wir haben, was die generell... Sie müssen Marge wieder abgeben, sozusagen für die anderen Prozessketten. Und wahrscheinlich habt ihr auch traditionell etwas mehr Marketing-Ausgaben, um diese Brand zu etablieren, um da reinzubringen. Genau, richtig, ja. Also ich glaube, also insgesamt ist es so, dass wenn wir es vernünftig aufbauen, haben wir in einem Steady-State ungefähr die gleiche Profitabilität wie ein gutes Fast-Casual-Konzept, wie ein Pret à Manger oder vielleicht auch einen Shake Shack, wobei ich glaube, die bis heute noch unprofitabel sind. Das heißt, wir sollten schon irgendwann Richtung 20% EBITDA-Marge kommen. Sollte man an den Schlangen von den Dingern nicht meinen, dass die unprofitabel sind? Also als sie vor 2 Jahren an die Börse gegangen sind in New York, waren sie noch unprofitabel. Mhm. Genau, wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich werden die einige Läden haben, die sehr profitabel sind. Andernfalls lässt sich wahrscheinlich das Wachstum nicht rechtfertigen. Mhm. Genau. Aber also zu deiner Frage auch vorhin, unser Ziel muss es sein, mit der Erstbestellung profitabel zu sein. Dadurch, dass wir nicht selber den Kunden akquirieren und dann hast du dieses klassische E-Commerce-Modell, du gibst am Anfang sehr viel für die initiale Akquisition aus und hast dann kleinere Kosten mit jeder weiteren Order durch E-Mail-Marketing oder Retargeting. Bei uns ist es so, wir zahlen immer die gleiche prozentuale Commission für die Akquisition des Kundens und für die Auslieferung auf der letzten Meile. Mhm. Das heißt, wir müssen mit jeder Bestellung profitabel sein. Okay, also ihr könnt das, also Customer Lifetime, ihr könnt euch nicht selbst in die Tasche lügen, wie es viele E-Commerce-Modelle tun, sondern gleich profitabel sei, mit der ersten Bestellung. Sehr spannend, die vielleicht noch diese 10 Marken. Habt ihr oder hast du ein Gefühl dafür, wie viele Marken ihr pro Standort braucht? Also, wenn ihr jetzt, du hast ja gesagt, ihr geht nach Barcelona, geht ihr dann gleich mit allen 10 Marken hin oder erstmal nur mit 2? Also, wie schnell ist das Geschäftsmodell dann im Endeffekt skalierbar? Mhm. Das ist eigentlich immer eher ein operatives Thema. Im Idealfall geht man in eine neue Stadt. Wir haben jetzt ein Mini-Rollout-Team, das ist ein Kollege und ich. Wir gehen in eine neue Stadt. Der hilft beim Aufbau der Küche. Das ist ja sehr durchstandardisiert. Jede Küche muss gleich aussehen, jede Kelle sieht gleich aus, sogar das Putzmaterial sieht gleich aus, jede Verpackung, damit unsere Standard Operating Procedures in jedem Restaurant oder in jedem Outlet wirklich gleich sind. Im Idealfall launchen wir im ersten Monat alle Marken. Jetzt ist es beispielsweise in einem neuen Land so, dass einfach die Supply Chain im Hintergrund schon noch aufgebaut werden muss. Also frische Artikel wie Salate etc. müssen angeliefert werden. Du hast ein längeres Training jetzt in einem neuen Land, musst du die ganzen Manuals auf Spanisch übersetzen. Das heißt, da haben wir eine bisschen längere Ramp-up-Phase. Jetzt ist es auch erst die 4. Küche. Ziel ist dann mit der 5. Küche, dass wir da deutlich schneller sind. Dass wir dann wirklich innerhalb von 4 Wochen das aufbauen und dann auch nach 10 Monaten eigentlich die Küche profitabel ist und wir das CapEx recovern. Okay, also 10 Monate bis, aber das wäre ja, also gefühlt ist das ein relativ schneller Wert, das wir da drin zu haben. Okay, für den Markenaufbau haben wir da noch irgendwas vergessen? Irgendwelche Punkte, die dir neu waren oder die du spannend fandest, als ihr angefangen habt, diese Marken zu machen? Ja, das ist eigentlich das Schwierigste. Ja. Also ich glaube, es ist relativ einfach, wenn du in deiner Küche, gerade wenn du vielleicht so ein bisschen Affinität zum Kochen hast, jetzt irgendwie Pasta machst und dann lieferst du das aus. 10, 20 Bestellungen kriegt man dann noch in einer ganz guten Qualität hin. Jetzt mit mehreren Outlets, mit Leuten in der Küche, die ja keine gelernten Köche sind. Das ist ja ähnlich wie bei McDonald's oder Vapiano. Du hast jemanden, der macht das in der Regel als Nebenjob. Eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten und das zu skalieren, das ist schwierig, weil die ganze Prozesskette dahinter, dass du in deiner Produktion
ein sehr gutes Produkt herstellst, was dann in deine Assembly-Küchen geliefert wird, mit HACCP-Anforderungen, Kühlkette einhalten und dann in gleichbleibender Qualität dieses Essen an den Kunden bringst. Das ist eigentlich die Schwierigkeit. Also es ist ein sehr operatives Geschäft. Ja. Okay, also man darf den Anschluss nicht verlieren ans operative Geschäft, egal wie viele Brands man baut. Qualität genau. Muss stimmen, sonst streift deine Kunde ab und man kommt nicht rein. Cool, kannst du noch ein paar Fragen, oder ich habe noch ein paar Fragen rund um euer Unternehmen. Wie lange gibt es euch denn jetzt schon? Also du hast ja von sehr vielen Learnings gesprochen, die ihr gesammelt genau. habt, von Küche 1, 2, 3, wo ihr im Hardware-Setup, aber wahrscheinlich auch in der Marktetablierung Sachen immer lernt. Also wie lange seid ihr schon am Markt? Uns gibt es jetzt schon, wir sind 2016 gestartet, ursprünglich mit einer Marke Green Gurus, damals auch noch mit einem leicht anderen Modell. Wir haben ursprünglich gesagt, ähnlich wie Stadtsalat auch in Hamburg, wir akquirieren den Kunden selber, machen selber die Auslieferung auf der letzten Meile und hatten uns sehr stark an den anderen vertikal integrierten Restaurants in den USA orientiert und haben gesagt, die haben eigentlich ein großes Problem in der Auslieferung, schaffen die nicht mehr als zwei Auslieferungen die Stunde, weil sie immer das warme Essen in der Küche abholen müssen. Wir bauen ein erstmal im ersten Schritt deutsches Prêt-à-Manger, was es dezentral ausliefert. Das heißt, wir haben eine Stadt wie Berlin genommen, haben die Stadt in Polygone eingeteilt und haben gesagt, jeder Rollerfahrer funktioniert wie ein Prêt-à-Manger. Da steht doch immer, wenn du bei Prêt bist, dieser Sandwich wurde hier für dich zubereitet. Sie machen Assembly, machen sie zentral und die sind ja auch, finde ich ganz interessant, dass das so als einer, also Prêt-à-Manger ist ja Private Equity owned und deswegen habe ich mir das Modell sehr, sehr oft angeschaut und also das sozusagen in Sachen, der ihr euch auch orientiert habt. Ja, die machen ja warme Gerichte, kalte Gerichte. Genau, die machen mittlerweile auch warme Gerichte. Mhm. Unsere Idee war eher auf wirklich Smoothies, Salate, Wraps, Sandwiches, kalte Gerichte zu gehen, weil du die dezentral ausliefern kannst. Das heißt, du hast diese Stadt, die du aufteilst in Polygone und in jedem Polygon steht ein, wir haben es genannt, fliegender Kühlschrank, der dann direkt zu dir kommt. Das heißt, du bestellst auf deinem Handy, der Rollerfahrer fährt direkt zu dir und muss nicht noch erst in der Küche das Essen abholen. Ja, also anstelle immer so zu fahren, ist es dann nur... Richtig, genau. Du hast eigentlich die Hälfte des Weges, dadurch kannst du im Idealfall doppelt so viele Auslieferungen machen. Das hat von den Liefer-Economics eigentlich auch soweit funktioniert. Wir haben deutlich mehr Auslieferungen gemacht, als das jetzt ein Deliveroo oder ein Foodora macht. Einfach aufgrund des Modells. Du hast kürzere Wege. Nachteil ist, alles, was abends noch in dieser Rollerbox drin ist, musst du wegschmeißen. Das heißt, du hast sehr viel Abfall, was dann deine Marge wieder kaputt macht. Und gerade wenn du wächst und noch nicht vorhersehen kannst, wie viele Roller du jetzt in so ein Stadtgebiet stellen musst. Also umso mehr Bestellungen du hast, umso kleiner kann dieses Einzugsgebiet von diesem einen Roller, diesem fliegenden Kühlschrank sein. Mhm. Nur mit dem Wachstum vorherzusagen, wie viel du dann auch in diese Rollerbox tust, war sehr schwierig. Ja, dann haben wir gesagt, okay, Waste isst unsere ganze Marge auf, erstens. Zweitens sind dann zeitgleich Waste die ganzen... Waste isst unsere Marge auf. Ja. Zweitens sind die ganzen vergleichbaren Modelle in den USA pleite gegangen. Das heißt, die haben irgendwie auch eine gute Indikation. Eine gute Indikation. Dass wir gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie was anpassen. Mhm. Das Modell funktioniert so nicht. Das hat einfach einen grundsätzlichen Flaw, den wir irgendwie fixen müssen. Und das haben wir jetzt eigentlich mit dem Modell sehr gut hinbekommen. Okay, ja, spannend. Arbeiten operativ profitabel in den ersten Küchen und sind jetzt an einem Punkt, wo wir das skalieren müssen, indem wir in mehr Städte gehen. Okay, und wie viele Leute seid ihr? Also wie viele Angestellte laufen bei Guru Collective? Guru Collective, hier in dem restlichen Büro der rustikalen Eingangstür. Wir sind hier im Backoffice, sind wir knapp 20 Leute. Das ist kulinarische Entwicklung, sich neue Marken auszudenken. Mhm. Dann auch das ganze Corporate Design oder die Visualisierung der Marken. Das sind in Summe 4 Leute. Designer, ein Head of Brand, einer, der das ganze Kulinarische verantwortet, der dann noch einen Assistenten hat. Dann klassische Themen wie HR, Buchhaltung, Partnermanagement mit den ganzen Plattformen, Rollout, Supply Chain, Einkauf. Das sind so die wichtigsten Themen. Okay. Und dann habt ihr noch... Die Servicekräfte jeweils in den Küchen. Genau, und dann in den Küchen. So eine Küche hat in der Regel pro Schicht 3 bis 5 Mitarbeiter. Die haben in der Regel einen Pool an um die 15 Mitarbeiter, die dann im Shift-System in der Küche arbeiten. Genau. Okay. Ja. Wie viele Shifts macht ihr am Tag? Mittags und abends? Oder? Das kommt ein bisschen drauf an. In Spanien sind da die Uhrzeiten ganz anders als in Deutschland. Hier in Berlin haben wir klassisch 12 bis 14.30 und dann wieder 18 bis 21.30 auf. Mhm. Genau. Also
es lohnt sich für uns nicht, mittags aufzuhaben aktuell. Also zwischen nach 15 Uhr bis 18 Uhr, weil einfach dort das Bestellvolumen zu gering ist. Genau. Okay, cool. Wie seid ihr gefundet? Oder gibt es irgendwelche spannenden Gesellschaften bei euch, über die du reden darfst? Wir sind ganz klassisch Wagniskapital finanziert. Ja, ich glaube, das hat man ja auch schon mal irgendwie in der hiesigen Startup-Klatsch-Presse gelesen. Also Project A, ein spanischer 4K-Fund. Ich glaube, das stand jetzt noch nirgendwo in der Zeitung. Atlantic Internet, Christoph Mehr oder noch einige Individuen aus der Food- und Lebensmittelszene. Okay, genau. Also eine illustre Berliner Runde. Ja, genau. Mit internationaler Beimischung. Genau. Ähnlich wie eure Marken. Genau, richtig, genau. Cool. Ich wünsche euch super viel Spaß beim Piloten in Barcelona und bin gespannt, wann ihr nach Hamburg kommt. Ob ihr jemals in einen Wald liefern werdet, dann hättet ihr wahrscheinlich eine 100% Bundesgebietabdeckung. Müsste man schauen. Kommt drauf an, wie oft du bestellst, ja. Ja, ich kann daran arbeiten, in einer leeren Karte einen Hub zu entwickeln, aber wir werden schauen. Ansonsten sagt Bescheid, wenn ihr in Hamburg seid, dann geht auf jeden Fall für die Lunch Crowd eine interessante Erweiterung. Chipotle in Deutschland, ein Traum. Daher bin ich gespannt und vielen Dank für das spannende Gespräch. Gerne.